Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zum zerstörten Krankenhaus. Ja, im letzten Part haben wir versucht, den Weg ins Krankenhaus zu finden, weil wir den Zeitreisenden suchen. Und jetzt sind wir wieder in der Zukunft und gucken uns das jetzt erstmal hier an. Garage. Stimmt, ich wollte das Spiel neu laden. Egal. Krankenwagen. Ich wette, ich könnte hier einfach sitzen und Motorgeräusche mit meinem Mund machen, während ich mir vorstelle, dass ich schnell irgendwo hinfahre. Muss ich mich mal kurz ein bisschen anders hinsetzen? Ja, schon wieder. Das sind die sterblichen Überreste des Krankenwagenfahrers oder des Mechanikers. Man kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen. Armer Kerl. Oh. Okay, Reifen. Sieht aus, als hätte jemand begonnen, den Reifen zu wechseln. Wenn ich nur Werkzeug finden würde, um den Job zu vollenden, dann könnte sich dieser Krankenwagen noch mehr als sehr hilfreich herausstellen. Das Garagentor ist jetzt offen. Ist abgeschlossen. Zu Fuß werde ich nicht weit kommen. Hierher zu kommen war schon anstrengend genug und das waren gerade mal anderthalb Blocks. Aha, wir müssen also jetzt Werkzeug finden. Okay, die Tür hört sich voll an. Ich muss das Rad nur wieder anschrauben, bevor der Mechaniker zurückkommt. Okay. Dann gucken wir doch mal. Ah, da haben wir es doch schon. Mein Problem ist gerade dieses hier verschlossen. Hallo. Jemand da? Sehtest. Irgendwas I. Das ist ein I. Sie sollten die Buchstaben wirklich durcheinander mischen. Das ist wirklich viel zu einfach, bei diesem Test zu schummeln. Hier steht nur I. Das ist heute die Abend, du. Montag, den 17. Mai. Lungenbild. Sieht aus wie ein umgedrehter Baum in irgendeiner Form. Duftröhrenaufnahme. Manchmal frage ich mich, ob das die Art ist, wie Ärzte ihre Patienten sehen. Tschüss. Aber ich kann mir sowieso nicht vorstellen, was ich daraus gebrauchen könnte. Ernsthaft nicht, da kann auch irgendwas Tolles drin sein. Ja, machen wir so. Huch. was? Ich wollte gar nicht darunter. Stopp! Ich wollte nur gucken. Oh, Mist. Aua, bin gegen das Mikro gekommen beim Husten. Passiert auch mal. Mann, so. Da ist eine Schere. Mitnehmen. Skelett. Nichts außer einem Haufen Knochen und Bänder. OP-Lampe. Das ist eine OP-Lampe. Nein. Okay, wir haben ihn gefunden, aber... Ach, Moment. Nee. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? Wir müssten ja jetzt in der unteren Etage sein, ne? Nachdem wir durch das Loch gestiefelt sind. Normalerweise. Kabel. Aber hier ist kein Strom. Können wir ihn nicht zerschneiden? Da liegt noch eine Leiche, aber die können wir diesmal nicht betrachten. Da ist der Sprung, aber die Lampe scheint noch in Ordnung zu sein. Ich frage mich, ob die noch funktionieren. Wenn der Strom nur nicht ausgefallen wäre. Da steht jemand. Das ist anscheinend das Innenleben eines Menschen, aber ich habe keine Ahnung, was ich da alles sehe. Das meiste sieht aus wie kleine, gemeine Ballontiere. Da drin ist ein Schlüssel. K.
Krankenwagen gehören. Ich habe zwar keine Idee, warum ein Arzt einen Ersatzschlüssel in deinem Schreibtisch aufbewahrt, aber ich werde mich mal nicht beschweren. Hallo? Ich werde ihn wohl besser nicht stören. Ich habe keine Ahnung, wie man nur eine davon liest. Sie sind alle in Doktorschrift verfasst. Tschüss. Das ist er? Naja. Naja, dann gehen wir mal. Da, da, da. So. Ah, jetzt sind wir hier, gut. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Sorgen. Ah ja. Und plups. Dann rein da. Aber bevor ich den aufpimpe, den Krankenwagen. Da, 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 da. Einmal aufmachen hier. Noch einmal hier runter, bitte. Schwupp. Weil wir wollen ja jetzt noch unseren Freund hier. Er ist tot. Er war ein Außenseiter, aber ich hätte mir gewünscht, er hätte irgendwie überlebt. Es gibt nur einen Weg, wie ich jetzt noch an Antworten komme. Ich muss herausfinden, wo er lebt. Also gelebt hat. Kann nur klopfen. Nötig ist. Es ist nur eine Wandlampe. Glasvitrine. Die Regale sind voller Gläser mit unheimlichen Zeugs drin. Und da ist sie weg. Da ist sie weg. So. Dann einmal. Da, 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 da. Der Arzt ist vollkommen taub. Und blips. Es ist abgeschlossen. Hab ich da gerade was gehört? Das hört sich gerade so komisch an. So. Ja dann. Mal los hier. So, wunderbar. Handyman. Ich weiß auch nicht, wofür ich die Schere jetzt gebraucht habe, aber. Egal. Ich hingehen soll. Ich muss herausfinden, wo der Zeitreisende wohnt. Ach so. Klar. Wir müssen den Aktenschrank noch aufbekommen. Also hier aus Raum A. So. Bling. Schere? Zu groß, um mit Schlüssel zu knacken. Da? Glaub nicht, dass es funktioniert, oder? Ich mag es da, wo es jetzt ist. Tisch. Der Boden unter der Laste schreibt es verbiegen. Schmutziger Kalender. Hust, Mann, ist Staub. Moment. Das ist heute so. Das war so der Tag, an dem alles endete. Echt am 17. Mai? Also an dem Tag, wo wir geflüchtet sind, ist tatsächlich alles passiert? Notizen. Ist voll vom medizinischen Hokuspokus und Wörter wie Hämatologie, Wachstumsrate, Pandemien. Eine Notiz, die sagt, ich habe ihren Helfer. Jetzt sind wir quitt. Arschloch. Dr. Phillips. Das ist jetzt aber doch ein bisschen, ne? Weil irgendwie Namensschild, klar. So. Reginald Lombard, keine Adresse. Ich schätze diese solche Informationen nicht für diese Anhänger. Aber jetzt hier. Ja, wir kommen aber bloß nicht an den Aktenschrank dran. Das ist das Problem. Da vielleicht? Ah.
Ich habe gerade ein kleines Problem. Nicht verwenden. Och Mann. Sind bereits. Dann nimm sie doch mit. Da vielleicht. Vielleicht um den umzubringen hier. Mord, ist das etwas, was ich gerade jetzt tue? Das kann das Ende der Welt sein. Alles, aber. Nein, einfach nein. Okay, also kein Mord. Gut, dann nicht. Hätte ja sein können. Ich kann ihn durch die Tür hören. Ja, jetzt gehen wir raus. Hier zu kommen, jemand sonst in meinem Leben. Daher werde ich nicht wieder gehen. Okay. Das heißt, wir müssen was mit der Schere hier machen. Da, klar, Autobatterie. Ah, okay, jetzt bin ich schlauer. Wir müssen jetzt mit der Autobatterie diesen Strom da hinten, warum auch immer, zum Laufen kriegen. So, runter hier. Und dann gucken wir mal hier unten, da. Ab in die Zukunft. So. Ah. Das ist ein Schlüssel. Ein wenig zu klein für einen Haustürschlüssel. Vielleicht für ein Vorhängeschloss oder ein Schließfach oder so. Das ist so verrückt. In einer der Einsekunde lebt er noch. Im nächsten Moment ist es nur noch ein Hofknochen. Ja, es hat schon was irgendwie. Naja, dann gehen wir uns jetzt mal die Akten holen. Jetzt können wir ja sie öffnen, wenn man einen Schlüssel. So, dann den Schlüssel dafür. Zack. Passt perfekt, jetzt ist sie offen. Aktenschrank. Okay, das sind die Patienten. Zu blöd nur, dass die alle Aktionen. Ich brauche die richtige Nummer für seine Akte, um eine Akte zu finden. Willst du mich verkackeiern? Ah, jetzt weiß ich, wofür wir Schere brauchen. Anstatt das einfach abzumachen. Gut, so. Die können wir natürlich nicht wieder mitnehmen. So, dann hoch mit uns. Jetzt können wir die Akten nehmen. Anstatt es einfach nochmal abzumachen, muss das natürlich abschneiden. Der feine Herr. So. Dann die Akten bitte einmal. Okay, dann wird zu blöd, nur dass ich die. Da. Jackpot, Lamberts Krankenakte. Da steht eine Adresse drauf. Und Insula Grove 1, Lake Cranken. Das ist ziemlich weit außerhalb der Stadt. Ich brauche einen fahrbaren Untersatz. Ja, rate mal, was in der Garage wartet. Du. So. Bup. Und bup. So, los geht's. Jetzt fahren wir los. Bum, 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 bum. Der Schlüssel passt. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wohin ich fahren muss. Hier, out on the road. Everything seems so normal. Same moon, same night sky. After an hour of driving, it's easy to forget all about that dead world back there. How could Lambert have survived, though? If he came from the future, how did he not die along with everybody else? I just saw his body in the morgue. Now I'm driving out to talk to him alive. How does that work? Do you just leave a copy of yourself every time you use the box? Is that it? Are there copies of me all over the place now? What if he's not there?
What if I changed something and he's not alive at all? Maybe all of this has been completely pointless. Maybe there's nothing I can do after all. Maybe these will be my last days, along with everybody else's. Ugh, the thought ties my stomach in knots. No, I better just not think about it and carry on. Did I bring enough gas? God, I hope I brought enough gas. Ja, dann schauen wir doch mal, ob der gute Lambert zu Hause ist. Also der Lambert aus der Gegenwart, ne? Der Lambert aus der Zukunft liegt ja Kapitel 6, die Insel. Danger, no crocodiles, no swimming. Vorsicht, Och, hör auf, Krokodile? Es ist ziemlich offensichtlich, dass Lambert keinen Besucher mag. Aber Schild treibt es wirklich auf die Spitze. Das hier ist nicht Florida. Ich werde nicht zurück in die Stadt fahren, bevor ich Lambert gefunden habe. Karton. Der Karton und die Aufkleber sind von der Sonne total verblichen. Daher kann ich nicht erkennen, wem es gehört oder woher es kommt. Das liegt hier schon seit ziemlich langer Zeit. Es wird sich hier nicht daran stören, wenn ich mal einen Blick hineinwerfe. Oh, das ist eine Ausrüstung für herausragende Leistung im Bereich der experimentellen Physik. Ich will nicht daraus trinken. Aber wenn ich die vergangenen Stunden etwas gelehrt habe, dann dass ich bestimmt später noch brauchen werde. Das ist definitiv der richtige Ort. Ah, guck mal. Menno, es wird schon wieder keinen Saft mehr. Wir können also jetzt gerade nicht in die Zukunft reisen. Geflutetes Boot. Es ist total voller Wasser gelaufen. Das Boot wird irgendwo hinfahren, außer nach unten. Ja, dann schöpfen wir auch das Wasser mal raus. Total überflutet und kein Löcher am Boden zu erkennen. Ich gehe davon aus, dass das alles Regenwasser ist. Kein Ruder, ich muss den Motor irgendwie in Gang bringen. Der ist komplett leer, ich muss ihn irgendwie auftanken. Ach Mensch. So. Lass mal das hier genau so haben. Zack, Pumpe. Pumpe. So. So, dann steckst du den. Oh, super. So. Dünkt den Kissen da drauf. Dann mach ich ab. Teuflischer Aussaug. Jetzt ist die voll damit mit selber. Jetzt ist die voll Benzin. Ich bin jetzt viele Stunden gefahren. Die Reifen sind in Ordnung. Also werden wir den Wagenheber definitiv noch irgendwie brauchen. So. Gluck, gluck, gluck. Das sollte klappen. Aufhören mal für über. Daumen drücken, dass das Ding jetzt anspringt. Yeah. When I was a little lad, and so my mother told me, way haul away, we'll haul away, Joe. Klar, ein bisschen singen bei Überfahrt, warum nicht? So, wir sind da. Warnschild schon wieder. Korrekt, ich hab's kapiert, Lambert liebt seine Privatsphäre, aber mit diesen Krokodilschildern trägt er ein wenig dick auf. Zaun! Spitzbeiner, so als ob jemand mit Absicht geschärft hätte. Dann nehmen wir mal den Wagenheber. Mann, der Wagenheber hat seinen Job erfüllt. Jetzt sollte ich mich hier durchquetschen können. Da ist eine Heckenschere und da ist ein Krokodil. Sehr ernst genommen. Das ist schon eine qualitativ hochwertige Heckenschere. Leer. Warte, was zum Wie? Der Ruf sein, ich sehe da einen Camper stehen. Bitte? Schneiden. Hallo. Hier, friss das!
Wenn eine Grabstätte die Geschichte führen könnte, ist man hier keiner mehr, dass das auf meinen Grabstein schreiben könnte. Nein, mit Krokodil. Irgendwie geht gerade nur Wand. Ja gut, wir müssen jetzt aber irgendwie... So. Okay, die Schere gehört jetzt der Vergangenheit an. Aber dann habe ich es geschafft, ein ständiges Mal ins große Loch zu schneiden. Tschö. Blödes Krokodil. So, Tür vom Camper. Glück ist offen. Schön, dass der Sound sich gerade so schön... Sonnenuhr. Sehr klassisch. Ein Fisch, das ist Nemo. Ein großer, fetter Fisch. Damit würden wir den Fisch aber grillen. Er ist verschlossen. Grill. Grillzange. Widerlich, jemand hat vergessen, den Grill sauber zu machen. Das ist aber immer eine Grillzange. Die könnte noch hilfreich sein. Ja, hier. Hol mal den Fisch da raus. Ich komme zwar dran, aber das ist mir immer noch zu schnell für mich. Stromkasten? Mit einer Zänke knacken? Was kommt als nächstes? Erst mit einem Rechen essen? Lass uns auf die Kosten kommen, was du machen kannst, Joe. Gut, dann gehen wir erstmal in den Camper rein. Es wäre der Licht. Was haben wir denn hier? Elektronische Geräte. Das ist irgendein Elektronik-Dings da. Oh, da ist ein Schlüssel. Damit nehmen. Das ist ein kleiner Schlüssel. Ich frage mich, wozu er gehören könnte. Destillerie. Sieht aus, als hätte der Matthias irgendeinen Quatsch zusammengebaut. Ja, okay, gut. Ausrüstung. Da sind eine Menge elektronischer Bauteile drin. Aber keines das, was ich kenne. Okay, jetzt mal davon aus, dass wir den kleinen Schlüssel für den Stromkasten nutzen. Was zum... Oh, guck mal, hier ist ein... Ja, Moment. Da ist ein Herz. Ui, niedlich. das war nur die Tür, ne? Gut. Dann so. Das ist ein kleiner Fischteich. Ich will den Strom nicht anschalten. Wir grillen den Fisch. Na gut. Tut mir wirklich leid, großer Junge. Zack. Jetzt ist er ausgeschaltet. Wir können den Fisch da jetzt. Och, der arme Fisch. So, erwischt. Ja, war ja auch nicht mehr schwer, nachdem wir den da getötet haben, den armen Fisch. So, mit dem Fisch können wir jetzt das Krokodil beschäftigen. Füttern. Hier. Bitteschön, jetzt verschwinde. Tschö. Er geht weg. Danke schön. Ach, nimm mich mit. Verflucht, jetzt habe ich etwas Sinnvolles wie eine Kettensäge gefunden. Natürlich ist das dann da kein Benzin drin. Wie sollte es auch anders sein? Vordere Tür. Es ist abgeschlossen mit einem Krokodil vor der Tür. Was mein Haus bewacht, würde ich die Tür bestimmt auch immer abgeschlossen lassen. Aber wie ist er dann aus dem Haus gekommen? Hier, Tür zersägen. Sagte ich. Yeah, noch immer kein Benzin drin. Lea. Blumentöpfe. Ja, gut. So. Ich denke mal, dass wir ein bisschen Benzin aus unserem Boot nehmen müssen. So, hier. Ich werde nicht zurückfahren, bevor ich Lambert gefunden. Du sollst auch nicht zurückfahren. Hier. Ach du. Ach, leck mich doch. Ja, ich hab's gesagt. dann müssen wir doch hier jetzt was machen, ne? Logo, kriegen wir Benzin hier. Ist hier vielleicht hier drin irgendwas? Irgendwas? Irgendwo? Hier, Destillerie. Ich habe sie mit Alkohol aus der Destillerie abgefüllt. Hoffentlich funktioniert sie jetzt.
Ernsthaft? Gut, dann gehen wir jetzt mal hier durch. So Leute, aber bevor wir uns an der Tür vergreifen, beende ich die Folge mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt The Silent Age. Bis dann, ciao!